Marco aus Penzberg bei München ist ein echter Klein-gegen-Groß-Fan. Zum Leidwesen seines Vaters. Marco, kannst du bitte leiser machen? Auch seinem Bruder kann der Siebtklässler es nicht recht machen. Marco, mach mal die Tür zu, es zieht. Mach du doch! Und am Ende des Tages will Mama auch noch bestimmen, wann Bettruhe ist. Marco, Schlafenszeit, Licht aus. Aber zum Glück ist Marco ein Tennisass und extrem zielsicher. Geht doch. Danke, Marco. Marco ist deutscher Tennismeister der unter 12-Jährigen. Wow. Mein Traum ist es, der Beste zu sein. Und für seinen Traum trainiert er 5-mal die Woche. Scheut sich nicht, an seine Grenzen zu gehen. Und das alles nur für ein Ziel. Haha, Papa, schon wieder gewonnen. Ich mag einfach zu gewinnen. Ich liebe das, wenn mich der Gegner so nach links und rechts hetzt und ich so überall hinhechten muss und am Schluss dann noch den Punkt mache. Und darin übt er sich schon ziemlich lange. Marco hat tatsächlich eigentlich fast von Geburt an einen Schläger in der Hand gehabt. Habilet. Konnte kaum laufen, gerade mal gestanden. Schon damals schwingt Mini-Marco den Tennisschläger, hochprofessionell. Und schon damals muss sein mexikanischer Papa Juan herhalten. Von jeher betreibt Marco eine genaue Gegneranalyse. Er hat sich immer Opfer gesucht, er hat immer gesagt, die Mädels, so, hat gesagt, spielst du mit mir, spielst du mit mir. Er war so lästig, bis er irgendjemand gefunden hat, ein paar Bälle geschlagen hat, dann war er erstmal zufrieden. Durch die vielen Siege kommt Marco auf den Geschmack. Hertha, 3. Trainer Roland Hecker trainiert das Nachwuchstalent schon seit 5 Jahren. Er kennt seine Begabung sofort. Und durch schnelle Beine. Zack, 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 zack. Jawohl, und schlag ihn hart. Und hab. Ich glaube, die größte Stärke, die der Marco hat, ist, er mag sich quälen am Tennisplatz. Er ist ein Zocker. Knapp 50 Kilometer südlich von München, da wohnt Marco. Hallo, servus, komm rein. Und auch hier ist sein Erfolg unübersehbar. Ich mir so meine ganzen Pokale von 2 Jahren bis jetzt. Und hier sind noch ein paar Fußballpokale. Und ich habe auch früher Fußball gespielt. Wie viele Pokale sind das? Zwischen 60 und 70 sowas. Für den Ort, an dem er mal spielen möchte, braucht es aber noch ein paar Siege mehr. Die sind von den US Open von 2016, vor 5 Jahren. Da habe ich zugeschaut, da war ich noch logischerweise ganz klein. Schon damals als 7-Jähriger beobachtet der kleine Marco den deutschen Tennisstar Alexander Zverev in New York. Ich finde, er hat die besten Schläge, die wuchtigsten. Und ja, ich finde ihn schon sehr gut. 5 Jahre nachdem Marco den Olympiasieger Alexander Zverev live sieht, steht er seinem Vorbild nun im Duell gegenüber. Worum genau geht's, Marco? Also unser Duell ist, dass wir gegen die Bowling Pins da vorne mit nach vorne von unten so viele umwerfen wie möglich. Aber ich zeige euch doch jetzt nicht meine Taktik. Das seht ihr gleich im Duell. Deutscher Tennismeister trifft auf internationale Tennisgröße. Alexander Zverev, eine Niederlage gegen mich tut mehr wie jeder Tennisabend. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.